Selbstständiges Autofahren bedeutet für viele Menschen Unabhängigkeit und Teilhabe. Eine Demenzerkrankung beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit jedoch zunehmend. Eine Herausforderung für Familien. Ja, ich war da ständig in so einem Gewissenskonflikt. Der Gedanke, ihn weiterhin Auto fahren zu lassen und es passiert ihm oder jemand anderem was. Also es ist halt mein Papa. Ja, so wie kriegt man es hin, seinem eigenen Vater zu sagen, du darfst jetzt nicht mehr Auto fahren. Punkt. Im frühen Stadium einer Demenz können die Betroffenen unter Umständen noch kurze Fahrten auf bekannten Strecken bewältigen. Im weiteren Verlauf der Erkrankung führt eine Demenz aber stets zum Verlust der Fahreignung. Anzeichen, dass ein Mensch mit Demenz nicht mehr Auto fahren sollte, sind zum Beispiel häufige Blechschäden, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit oder Missachtung der Verkehrsregeln. Bis das Thema Führerschein, Autofahren für uns, für ihn dann letztendlich wirklich abgehakt war, verging ja einige Zeit. Das war ein langer, intensiver Prozess mit vielen Diskussionen. Die Menschen mit Demenz vom Autofahren abzuhalten, ist häufig schwierig. Sie halten sich oft noch für fahrtüchtig und reagieren gereizt, wenn man ihnen das abspricht. Sie fürchten um ihre Freiheit und Selbstständigkeit. Das erste Jahr, da haben wir noch mächtig gekämpft mit dieser Situation. Am Anfang, als wir eben diese große Reise machten, da sind wir ja relativ viel, es waren 3000 Kilometer, die wir da so gefahren sind, da war er sehr oft am Schimpfen über die anderen. Guck mal, wie der fährt, das kriegt dich auch noch hin. Und ich sag ihm dann immer, ja, das glaube ich dir sofort, aber wir haben jetzt auch keine extreme Situation gehabt. Da weißt du nämlich nicht, ob du einen Fehler gemacht hättest. Manche Familien versuchen sich auf verschiedensten kreativen Wegen zu helfen. Manchmal folgen die Betroffenen den Ratschlägen von Töchtern oder Söhnen, einem guten Freund oder dem Arzt. Wir haben auch überlegt, ob wir so Sachen machen wie Autoschlüssel verstecken. An der Stelle wäre es natürlich extrem hilfreich gewesen, wenn da ein Arzt im Hintergrund gewesen wäre, der als quasi außenstehende Person hätte Einfluss nehmen können. Wir haben dann den Neurologen dazu befragt. Der hat eine sehr klare Ansage gemacht. Das hat mich völlig überrascht. Und das war ein Schlag ins Kontor. Das war unglaublich. Da haben wir lange diskutiert danach und rauf und runter. Und dann hat mein Mann gesagt, und das ist vielleicht untypisch, ich fahre nicht mehr. Es besteht die Möglichkeit, die eigene Fahrfähigkeit freiwillig zu testen. Oder aber es wird eine Fahreignungsprüfung bei der Führerscheinstelle veranlasst. Wir haben dann mit der Führerscheinstelle telefoniert und haben die gebeten, ihn zu einem Fahrtauglichkeitstest zu bestellen. Dieser Brief von der Führerscheinstelle war im Prinzip dann der ausschlaggebende Punkt, dass er gesagt hat, okay, er gibt seinen Führerschein ab. Es war dann wirklich auch nie wieder ein Thema. Es wurde nicht mehr angesprochen. Es war, als wäre das Auto nie da gewesen. War von heute auf morgen einfach vorbei. Manchmal wirken die Betroffenen erleichtert, wenn ihnen die Entscheidung abgenommen wird. Es hilft, wenn es bereits Alternativen für die Fortbewegung gibt. Der Wunsch, Auto zu fahren, lässt meist mit der Zeit nach. Ich war da sehr froh, dass ich meinen Bruder hatte, mit dem ich sehr viel reden konnte. Das hat mir sehr weitergeholfen. Und was wirklich immer wichtig ist, möglichst offen mit Menschen darüber zu sprechen und das nicht zu tabuisieren, auch innerhalb der Familie. Also die Hilfe war für mich die Alzheimer-Gesellschaft, weil ich, wie gesagt, mit dieser Krankheit überhaupt nichts anfangen konnte. Ich habe da Ratschläge bekommen, was ich alles unternehmen könnte und sollte. Da wäre ich nie drauf gekommen. Nie. Das war sowas von hilfreich. Bei einer regionalen Alzheimer-Gesellschaft können Sie sich persönlich beraten lassen und sich in einer Angehörigengruppe mit anderen in einer ähnlichen Situation austauschen. Beim bundesweiten Alzheimer-Telefon beraten wir Sie gern. Hinweise zum Nachlesen finden Sie auf dem Infoblatt Autofahren und Demenz der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft unter www.deutsche-alzheimer.de.